Die Azubi-Spots, die haben wir gemeinsam als IHK mit der Handwerkskammer und der Agentur für Arbeit organisiert. Und außer hier am Schloss finden die noch in Mayen und in Bad Neuenahr-Ahrweiler statt. Wir erwarten heute ungefähr 1000 Schülerinnen und Schüler von verschiedenen Schulen und auch verschiedenen Schulformen, die natürlich hier heute die Möglichkeit haben, viele Ausbildungsbetriebe kennenzulernen, viele Ausbildungsberufe kennenzulernen. Ich finde es sehr interessant, auch dass hier so viele Stände sind, wo auch für jeden wirklich was dabei ist. Hier lernt man sehr viele junge Gesichter kennen und auch Interessenten, die eventuell Lust haben und auch den Betrieb voranbringen. Wir haben Feedback von den Ausbildungsbetrieben erhalten, dass sie wirklich sehr zufrieden sind. Wir nehmen unsere eigenen Azubis gerne mit. Sie sind auch motiviert und engagiert und haben da auch Bock drauf. Wir sind von Anfang an bei den Azubi-Spots dabei und ich muss sagen, wir sind total dankbar, dass wir daran teilnehmen dürfen, weil hier finden wir unsere Azubis. Wir haben einige Gespräche geführt, grundsätzlich für uns ein Thema, die Azubi-Spots auch im nächsten Jahr wieder zu besuchen. Auch die Jugendlichen und die Schulen geben uns positives Feedback, sodass wir es auch jedes Jahr wieder anbieten wollen. Ich kann den Betrieben empfehlen, beim Azubi-Spot mitzumachen. Das ist eine sehr gute Möglichkeit, sich als Firma zu präsentieren und den ganzen Schülern und Interessierten hier zu vermitteln, dass man als Firma präsent ist und sich für junge Leute engagiert. Und dafür ist das hier eine hervorragende Möglichkeit.